Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu Watchtosh. Wir spielen heute irgendwelche Trinkspiel. Neben mir sitzt ja mal Quoxy und der kann jetzt mal die Begrüßung weitermachen. Die Stimme ist so cool. Hallo zusammen. Genau, wie es der Tramp gesagt hat, wir machen ein Trinkspiel. Und zwar müsste hier jetzt jemand an der Bar sitzen und uns ein Trinkspiel anbieten. Geh mal nach rechts. Das war geil. Da sitzt er. Wo? Rechts. Da, das ist er. Das ist das Trinkspiel. Aber das ist irgendwie nicht verfügbar. Wieso ist das nicht verfügbar? Hast du es schon gemacht? Nee. Sind wir in einer anderen Mission drin? Ich weiß nicht. Drück mal Escape. Nee, sind wir nicht. Aber wieso ist das jetzt nicht verfügbar? Meistens. Hey. Da kommt. Irgendwie. Sonst hat das doch auch immer geklappt. Geh mal her, dann machen wir mal anders ein Trinkspiel. Okay. Oh je. Trink, Trank, Trunk. So ein Mist. Jetzt haben wir so einen guten Anfang und jetzt kriegen wir kein Trinkspiel auf die Schnelle. Eine lange Autofahrt und das jetzt dann nachher zusammenschneiden ist zu viel Arbeit. Nee, wir machen das ohne Schneiden. Ja, natürlich machen wir es ohne Schneiden. Probieren wir das Trinkspiel. Du fährst dahin, okay? Geil. Ich bestelle mir das mal Auto, warte, andersrum erstmal. Ach, hast du irgendwas mit Fraps gemacht? Ich sicher keine Fraps zahlen mehr. F1? Weiß es. Da ist er wieder. Wo? Rechts oben. Ich sehe es nicht. Ja, ist egal. Die ist jetzt auch wieder weg. Die ist wieder weg. Keine Panik, brauchst keine Brille. Also bestellen ja ein Auto bei Charlie. Ist das öfters so? Nee, du bist da irgendwie auf eine Taste drauf gekommen. Frag mich nicht welche. Dann nehmen wir am besten jetzt ein schnelles. Und zwar Leistung. Und hier nehmen wir mal den hier. Das sieht so ein bisschen aus wie eine Corvette. Wenn ich Corvette höre, muss ich immer an A-Team denken, an Faceman mit seiner netten weißen Corvette. Nehmen wir schon auf. Ja, ich bin mir, bei der Aufnahme bin ich mir immer so fucking unsicher. Ich wüsste, was du von der Taste gedrückt hättest. 1, 5, 6, nix. Ich muss glaube wechseln. Das Auto gefällt mir nicht so. Da, 42, wir nehmen auf, passt. Gut, ich haben wir es gerade versteckt wahrscheinlich. Ja, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir es jetzt wieder rechts oben. Jut. Wir nehmen auf, das ist gut. Und es war gut, dass der Tramp den Part angesagt hätte oder hat. Oh. Denn ich hätte das nämlich ganz normal und langweilig gemacht. Und er hat das so als einen besoffenen Alki. Auf die besoffenen Alki-Art gemacht. Fand ich ziemlich cool, auf die Idee bin ich gar nicht gekommen. So simpel die auch sein mag. Nee, ich wollte eigentlich erst auch Hallo und herzlich willkommen oder sowas in der Art sagen. Wie so ein russischer Typ. Aber dann habe ich gedacht, okay, nee, eigentlich muss ich besoffen sprechen. Dass ich meinen Mund nicht mehr schnell bewegen kann. Wenn ich so viel Alkohol, das ist leider der ganze Mund richtig am Arsch. Also das hat was. Die Lache von mir und seine besoffene Sprache kommt in unser Best-of. Auf jeden Fall. Ich glaube, das setzen wir so zum Schluss rein mit meiner dreckigen, verschmutzten Lache. Ho, ho, ho. Scheiße, haben die Autos. Übrigens, ich will einen neuen Kanal aufmachen und zwar bitte ich um eure Mithilfe bei meinem Namen. Ich weiß nicht. Wie wär's mit The Fucking Asshole? The Fucking Asshole? Nein, ich bin kein verficktes Arschloch. Ich hoffe, ich habe das so richtig übersetzt, ich als Nicht-Englischkönner. Nee, im Prinzip heißt du Scheiß Arschloch. Scheiß Arschloch? Nee. Da fände ich doch The Lord of Game oder The Devil Gamer viel besser. Das wird's alles schon gehen. So, da sicher. Ja. Da machen wir eben der The Devil Gamer mit 2L oder so. Boah, das war jetzt ein richtig guter Drift.
Das gibt's bestimmt nicht. Auf jeden Fall, wenn ihr YouTube-Namen habt, wo man sich leicht merken kann und jeder versteht, schreibt's bitte in die Kommentare. Bitte. Es ist mir wirklich sehr wichtig. Vielen Dank für diesen kleinen Aufruf. Amen. Gelobet seist du Maria, Mutter Gottes. Bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Trinkspiels. Amen. Ich fahre ja auch so wie so ein Besoffener hier. Ui. Amen, 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 Amen. Ob Besoffene wirklich so fahren, das weiß ich jetzt nicht, aber... So ich glaube, dazu die. Haben sie die Eier nicht in der Hose. Was ist denn da los? Ja, Stau. Besoffen gefällt hier. Also. Ach. Oh. Das ist schlecht. Das war sehr schlecht. Hacken macht einfach Spaß. Als Gasthacker, das ist natürlich schon lustig. Gasthacker, ein tolles Wort. Übrigens, das Wort wird in der nächsten Duden-Ausgabe erscheinen. Gasthacker. Und mit dem kann man so richtig geile Powerslides machen. Wenn es jetzt nicht so ruckeln würde. Ich verhaue. Das ist bei Watch Dogs auch bei Sarazar so. Übrigens, ich finde es voll schade, dass der jetzt sein Projekt nicht mehr fortsetzt. Dem hat schon irgendwie zweimal seine Spielstände gelöscht und jetzt hat er keinen Bock mehr. Hätte ich auch keinen Bock mehr. Ja, auch nicht, aber ich finde es trotzdem sehr, sehr schade. Der hört ja auch mit DayZ hört er ja auch auf. Mit was? Mit dem Projekt DayZ ist auch so. Ach so. Dem Zombie-Apokalypse. Ja, und bei uns wird übrigens Crysis 3 das Finale nicht mehr ausgestrahlt, da ich den Spielstand ebenfalls verloren habe. Und zwar mit Absicht gelöscht. Dafür habe ich jetzt einen virenfreien PC. Endlich. Endlich. Und es ist ein tolles Gefühl. Es fehlt nur noch die Grafikkarte. Und dann... Dann hast du einen richtig guten... Ja, dann muss ich noch eine Gamer-Maus kaufen. Dann muss ich noch einen Ständer, um auf den Tisch zu stellen können, wo ich dann mein Rode anschließen kann. Und vielleicht noch ein Battlefield 4-Mauspad. Oder von irgendeinem Spiel ein Mauspad. Alter, das ist geil. Dem will ich mal in den Kopf schießen. Darf ich? Wem? Dem. Ja, das ist ja kein Mensch. Das ist ja kein Problem. Hast ja eine Schalldämpferwaffe. Okay. Gut. Schieß mal auf das Schild, auf das blaue, ob das dann... Okay, wie ist es? Kann man eigentlich auch Kameras schießen? Boah. Der verzieht ja, aber die ziemlich. Gehen leider nicht kaputt. Die verzieht aber ziemlich. Die asoziale Waffe hier. Ja. Muss ich da schon rein? Ja, ich muss da rein. Ja, ich glaube schon. Oder links? Ja, da müsste es sein. Ich hoffe, dass es da geht. Ja! Hast du Ohrenschmerzen bekommen? Ja. Hallo, du Scheiße, Alter, mit deinem Scheiße. Bailey's oder was das ist. Habe einmal gespielt, Algo. Ei, kann das nicht als Obsoffener. Herr Mulch, das Problem ist, wenn du ein bisschen Obsoffener bist. Wenn du das schon mal warst, dann kannst du schon. Heute war ich noch einmal ein bisschen Bier trunken oder so. Auf der Studienfahrt habe ich studiert, wie man Wodka, wie Wodka schmeckt. Wodka schmeckt. Hast du das Studium bestanden und mit dem Diplom bekommen? Ja, klar, Diplomstudium. Wodka-Diplom. Wir sind hier relativ sicher. Also ich habe so ein Trinkspiel nur einmal gespielt. Ach du Scheiße. Eins. Nee. Ich glaube, du musst das mit der Maus steuern und dann die Taste 1 drücken. Ja, und jetzt 2. Ja, okay, jetzt muss man natürlich erstmal. 1. Nee, okay, nochmal. Wir sind dicht. Wir sind so abartig dicht. Pass auf, du schwenkst jetzt gleich draußen irgendwo in der Gegend rum. Ah. Tja, jetzt musst du da runterlaufen zum Trinkspiel wieder. Die Besoffenheit lässt dann bald nach. Wenn du besoffen bist oder angetrunken, sieht das auch so ähnlich aus, oder ist das ein komplett anderes Bild? Ich war noch nie richtig voll.
Kann ich nicht sagen. Oh, da halt, der ruft die Polizei, fahr zurück, erschreck ihn. Ja, gut, perfekt. Ich war noch nie richtig dicht. Also ich hab noch nie irgendwas mit dem Auge, also noch nie ein vermindertes Sehvermögen gehabt oder sowas. Moment, jetzt muss ich dir auch noch was zeigen. Das wollte ich eigentlich schon im letzten Part. Moment. Okay. Schau mal hier, Fortschritt. Ich zeig dir, wie viel Geld ich hier habe. Pass auf. Ungenutzte gehackte Bankkonten, 89 Stück, entspricht einer Summe von 454.860 Dollar. Und geplünderte Waren 31.000. Und momentan habe ich 867.007. Ach, keine Ahnung. Wir sollten es jetzt weitermachen, die Zeit ja, rennt. Ja, okay, ja, wir machen weiter. Die Zeit rennt. The time is running away. Ja, genau. Also, ich bin richtig fettreich. Du hast Money wie nochmal was. Also, wir spielen wie immer das Spiel und wusst, dass ich das bin. Oh. Komm, trink einen mit. Okay, Dinge, wir können kein Trinkspiel mehr spielen. Warum? Weil wir verloren haben. Und darum geht, man kann es nur einmal spielen. Ich weiß nicht, wenn es blöd läuft, musst du 24 Stunden aussetzen, bis es wieder geht. Weißt du was? Wir machen was anderes. Das gefällt dir. Das gefällt dir. Kann man stopp. Da draufsetzen? Nein, kannst du nicht. Und zwar machen wir, beziehungsweise du, lieber Trump LP. Digitaler Drip, das geht auch nicht. In der Nähe eines Okay, lass mich da mal kurz ran. Ich habe ja auch noch einen anderen Kanal, das wissen vielleicht auch viele. Aber den benutze ich natürlich nicht, weil als Schmetterer ist einfach geil. Richtig, geil, Abwechslung, fett. Und läuft auch ziemlich gut. Moment, ich glaube... Muss man sagen, oder? Ja, läuft gut. Vor allem dein scheiß Royal Vivo, das ist auch... Oh ja, da kommt jetzt wieder in zwei Wochen wieder ein Part. Ich habe übrigens... Von der Wiedergabezeit hat das halt schon reingehauen. Ich habe übrigens eine Anfrage bekommen, ob ich nicht einen bei Royal Vivo 2 angreifen kann. Ja, das habe ich gelesen. Das mache ich natürlich. Da habe ich auch zurückgeschrieben, dass ich das mache. Allerdings dauert das ein bisschen. Wir spielen hier... Vielmehr, der Tramp wird jetzt hier einen digitalen Trip spielen. Oh. Okay. Ich weiß nicht. Stehst du auf Blumen? Nee. Okay. Stehst du auf Spinnenpanzer? Hört sich komisch an. Was ist das? Madness? Oder stehst du auf Madness mit Zombies und... Das hört sich geil an. Ja, willst du Madness spielen? Ja, mal gucken. Gut. Ja, dann lieber Tramp... Ich besorge dir dann noch kurz Ohrhörer. Warum braucht man da Ohrhörer? Nein, aber da wir leider die Boxen nicht anmachen können, ich will dir unbedingt den Sound von dem Spiel zeigen, von Madness. Ich finde das so klasse, die Musik. Muss ich da schießen oder nur Auto fahren? Du musst nur fahren. Okay. Moment, ich erkläre es dir gleich einmal. Ist eigentlich ganz easy. Die digitalen Trips sind sozusagen Drogen. Ja, das verstehe ich schon. Das hier sind deine Autos. Hier ist eine Seelenkraft. Wenn die voll ist, bitte drück E. Und du musst jetzt immer diese Männchen hier rumfahren. Phase 1. Ernten sie 10 Stück. Das heißt, du musst 10 über den Haufen fahren, ja? Und wenn du das geschafft hast, also hier siehst du links deine Kombos. Wenn du das geschafft hast, konzentriere dich auf die Mitte des Bildschirms, da kommt dann deine nächste Aufgabe, wo du machen musst. Und ich hol mal kurz Ohrstöpsel, Kopfhörer, Dingensbums. Du bist ein scheiß Arschloch. Muss ich das eh drücken, ja? Ja. Komm schon. Einfach weiterfahren! Töten! Was stresst du so, Junge?
Gold. Ja, und ein Siegel. Wow. Ey. Was mache ich denn? Wo fahre ich denn hin? Muss man das hacken? Nee, vergiss es. Bleib auf der Straße. Was tust du denn? Ich bin da runtergefahren. Ich hab... So, jetzt haben wir natürlich auch keine Musik, das ist blöd. Okay, töten natürlich wieder. Genau das wollte ich sehen. Ach schade, die Musik, die... Ach, die werdet ihr wahrscheinlich auch nicht hören, das ist ein bisschen blöd. Wobei die Musik von Madness, die ist nicht geschützt. Geh mal kurz auf Escape, bitte. Ach, leider können wir da nicht in die Option. Spiel weiter. Schade. In dem Fall könnt ihr das hier auch nicht hören. Auf jeden Fall, die Madness-Musik, die ist echt Hammer. Die hat was. Die ist echt, boah, Bombe. Okay, jetzt. Jawohl. Was machst du? Du kommst da nicht so einfach wieder. Ja, das habe ich jetzt auch gecheckt. Von weißen Dämonen. Was sind weiße Dämonen? Ich glaube, das sind die mit den... Weißen Köpfen. Ja, die mit den Orangenen. Nee, doch. Doch, die mit den Weißen. Aber du musst unbedingt mal die Stimme von dem Typ hören. Das lohnt sich. Wenn du so Zombies umfährst. Und dann noch die Musik. Das passt wirklich grandios. Ich höre diese Stimme so gerne. Wow. Wenn du wieder unten von dieser Brücke bist, dreh um auf der Brücke. Ja, wobei, jetzt hast du die Cops hinter dir, du musst vor denen abhauen. Aber verlier die Brücke nicht aus den Augen. Denn da tummeln sich die meisten Zombies auf einen Haufen. Wie du siehst, hier sind ja relativ wenig. Und wenn, dann sind sie verstreut auf der Brücke, hocken die alle auf einem Haufen. Wenn du verstehst, was ich meine. Ja. Deshalb ist die Brücke echt gut. Und jetzt drück rechts umschalten. Manchmal während der Fahrt kannst du auch hacken, wenn du in Verfolgung bist. Und dann erscheint das hier unten. Und wenn das dann so blau blinkt, dann drücken. Dann setzt du nämlich den Gegner außer Gefecht. Das ist auch ganz wichtig. Guck, da tummeln sich die meisten. Ja. Und nicht in die Krater reinfahren, das ist nicht gut. Aber die Polizei hast du mal los, das ist gut. Und wieder zurück. Ein bisschen an den Rand fahren, weil die fahren beginnen ein bisschen auf die Seite. Jawohl, schau dir das an. Du musst übrigens jetzt eine Todesserie von 11 Leuten fahren. Jawohl, das. Ja, du hast. Jetzt musst du 21 ernten. Ernten ist auch irgendwie so ein blödes Wort, oder? Ernten, ja. Können sie ja gleich abschlachten. Unter Ernten verstehe ich Äpfel pflücken. Zurück. Umdrehen. Das ist ganz wichtig. Wobei, jetzt musst du fahren, das ist gut. Und wie findest du so Madness? Madness ist ganz lustig. Alter, da fetzt sich ja richtig heftig, ey. Wow, was war das für ein Viech? Sind das jetzt Dämons oder Zombies? Dämonen wahrscheinlich. Ja. Ja, ich weiß es nicht. Heftige Dämonen. Rennen. Ach, fuck. Und dann
Nee, ich kann doch jetzt gleich mal sehen. »24 musst du ernten.« »Ernten?« »Ja, steht so.« »Ja, ja, aber trotzdem.« »Ja, ich find's auch bescheuert.« »So hört sich an, als würde so Blumen pflücken.« »Ja, sag ich doch. Äpfel pflücken.« »Ja, aber sowas.« »Oh, Polizei, Polizei.« »Polizei.« »Werden Sie die Cops los?« »Das wird sich Applauswunder erleben.« »Ha, ha, ha.« Super Japan! Ah nee, guckst du es an? Nee, aber ich hab mal zwei Parts angeschaut. Ich finde, die machen keine schönen Spiele. Von Zelda. Mir machen die gescheite schon. Wenn ich überlegt habe, ob ich nicht Zelda Let's Playen will. Bullen am Hals. Ciao mit Mau. Übrigens, wenn mein neuer Kanal dann The Devil Gamer heißt, werde ich grundsätzlich immer zum Schluss vom Video die schmutzige Michael Jackson-Lache von Thriller abspielen. Okay. Das hat doch was, oder? So wie bei GTA. Ciao mit V. Das hat auch was. Also Kinders, vergesst nicht, irgendwelche YouTube-Namen in die Kommentare zu schreiben. Denn das ist echt wichtig. Und es muss halt kurz bündig sein und verständlich. Und da werde ich mich dann grundsätzlich immer mit Marco vorstellen, mit meinem wirklichen, realen Namen. Wenn ihr Interesse an meinen Bankdaten habt, dann könnt ihr mir gerne abkaufen. Oder ihr fragt Eden, wie man Bankkonten hackt. Wie ihr auch möchtet. Aber was willst du denn da auf deinem Genau-Kanal genau machen? Auf meinem Genau-Kanal genau machen? Einfach die neuesten Spiele raushauen. The Evil nochmal etwas. Es kommt im Oktober. Und Mordors Schatten. Das sind einfach Hammer-Spiele und die will ich einfach sofort auf dem Kanal raushauen. Die neuesten Spiele, sodass das viele Leute schauen. Der neue Kanal, der wird jetzt, oder wenn ich den neuen Kanal habe, der geht dann nicht mehr professioneller von dem Equipment, was ich habe. Mhm. Sprich Bildschirm und Tastaturgeräusche hört man jetzt nicht oder weniger, also nicht mehr oder weniger. Ich habe ein geiles Mikrofon. Weißt du, das war bei meinem Kanal, da hat das alles mit einem 20-Euro-Headset angefangen und mit so einer lauten Tastatur. Mhm. Und das wird es halt in dem neuen Kanal nicht geben. Da fange ich gleich so professionell an, weil ich ja dann das Equipment schon habe. Equipment. Ach, was willst du, Kuckuck? Und was machst du dann bei uns? Bei euch? Bei uns zusammen. Ja, da gibt es viele Sachen. Wir haben jetzt ja noch Battlefield 4, wow. Far Cry 1, Super Tux wird kommen. GTA 5, Sims 4, also bei euch habe ich ausgesorgt. Mhm. Wenn ich jetzt bei euch aussteigen würde, ihr könntet noch ein Jahr mit meinen jetzigen Videos leben. Nee, das ist echt so. Aber es wäre ja schon blöd. Natürlich wäre es blöd. So, mein Railmace, mein Chu-Chu-Chu-Ding da, ich hatte zumindest auch 3000. Das ist richtig heftig. Mhm. Ich hätte nie mal gedacht, nach Labs World 2 habe ich gedacht, okay, das wird jetzt mein einziges Video sein mit 1000 und das kommt eine Sache am anderen. Und dann nochmal ein Grund für meinen neuen Kanal. Ich möchte ja auch selbstständig sein. Und ich meine, wenn ich jetzt einen neuen Kanal aufmache, dann wird der wahrscheinlich auf YouTube leichter zu finden sein, weil der noch relativ neu ist.
Denke ich jetzt mal. Nee, das ist gerade andersrum. Gerade andersrum? Ja. Naja, egal. Du wirst, es als neuer YouTuber wirst du es noch schwieriger haben, als du es mit deinem Coxy-Kanal schon hattest. Echt? Ja. Es gibt die YouTuber, die jeden Tag gibt's, ich weiß nicht wie viel, ich kann es nicht einschätzen, aber jeden Tag gibt's mindestens 20 neue Let's Player. Ja. Und da wirst du schon schwierig haben, da. Natürlich, aber ja, ich habe ja noch euch Werbung machen, Kanal verlinken und du weißt schon, das alte Zeug. Ja, ja. Auf jeden Fall will ich gleich einen Kanal machen, wo wirklich tipptopp ist, wo es nichts irgendwie heißt, ja, ich muss mir in 3 Monaten kann ich mir das kaufen und das, dann wird das und das besser. Das gibt's dann einfach nicht mehr. Das Problem habe ich dann nicht mehr. Ja, jetzt hast du eigentlich schon fast das komplette, wie du schon gesagt hast, dein Equipment ja. Schon auf einem High-End-Niveau. Es fehlt halt noch, na gut, so zur Optik, noch so ein neues Mauspad, die Grafikkarte, die Gamer-Maus. Viel mehr kann ich da nicht mehr machen. Nee. Außer einen neuen PC, aber das ist jetzt ja schon mit der neuen Grafikkarte ein High-End-PC. Mit einer 4K auflösenden Grafikkarte, wo 4K wirklich packt, 32 GB RAM. 32 GB? Ja, oder? Nee, 16. Nee, ich hatte sie. Du hattest 4. 8. Bist du sicher 8? Ja. Nee. Ich habe doch 2x 8 GB bestellt. Kingston. Ja. 2x 8 und 16 hatte ich drin. 4 habe ich drin, 4x 8. Also hast du da alle reingesteckt? Ja. Ach so, ja, dann sind es wahrscheinlich 32. Weil 16 ja. Waren ja schon vor, also da wo ich den PC gekauft habe. Nee, du hattest 8, 8 hattest drin und 16 hattest rein. Hattest du rein. Oder so, ja, auf jeden Fall. 25, ja, okay. Ja, das ist auch. Das ist auch gut. Und ja, 2 Terabyte intern Speicher. Und noch 85 Terabyte extern. Was? 85 Terabyte? Ja. Nein. 2 Terabyte, also 4 Terabyte, also ja, mehr, viel mehr geht nicht. Heilen Sie nach dem Mond vorhin verloren, oder? Nicht genug Seelen. Schade. Hey, du hast einen neuen Rekord. Ja. Wow, Respekt. Jetzt machen wir noch einmal das, ich weiß nicht, machen wir einen Cut? Oder willst du noch Spinnenpanzer? Nee, also ich muss dann. Okay, dann würde ich sagen, machst du noch einmal Spinnenpanzer und dann... Nee, ich muss das wirklich. Wie viel haben wir denn? Wir haben ja schon 5. Ja. Tatsache. Ich muss jetzt, ja. Okay, gut. So schnell vergisst man die Zeit. Ja, aber wir haben heute doch relativ viel hinbekommen, ja, möchte ich genau. Sagen. Ja, ist auch so. Und ja, ich hoffe, dass die nächste Aufnahmesession nicht so lang dauert, dass wir wieder zusammen aufnehmen können. Mhm. Und dann habe ich ja die neue Grafikkarte und dann werden wir GTA Vice City so weit machen, wie es geht. Mhm. Höchstwahrscheinlich. Oder Far Cry 1. Das weiß ich jetzt noch nicht, aber ich denke eher Vice City. Und ja, die nächste Aufnahmesession wird es in spätestens 3 Wochen geben. Hoffen wir es. Spätestens. Hoffen wir es. Gut, dann vielen Dank fürs Zusehen. Genau. Und ich sage euch nur beim nächsten Mal gut rein. Auf unseren Kanal, da guckt ihr unbedingt rein und sonst mache ich euch Platz und das sage ich einfach mal bis zum nächsten Mal und Prosit!